Und damit einen wunderschönen guten Morgen in die Welt. Guten Morgen und hallo zu einer weiteren spannenden Runde. Diesmal ein kleines bisschen im Zeichen des Bounce. Nachdem wir ja gestern... Oh. Komische Geräusche gehört. Hört ihr das auch? Hört ihr? Oh. Oh Gott, Hilfe! Leute, damit habt ihr nicht gerechnet, oder? Du Sack, hau ab! Boah. Was war denn das jetzt? Geräusche? Habt ihr die mitgehört? Ich hoff's. Da ist nicht mal richtig das Knöpple gedrückt. Yay! Heidewitzka! Ich hab ja mit allem gerechnet, nur damit nicht. Hier ist auch noch einer. Mindestens haben wir ein bisschen was eingesammelt, aber... Ui. Na, ein Glück habe ich die Spikes gesetzt. Sonst wäre ich jetzt aber völlig am Purpose gewesen. Die Tür ist kaputt. Der Holztürrahmen auch fast. Oh Gott. Dann muss ich jetzt direkt mal gucken. Reparaturhammer. Was? Warum ist er wieder auf Englisch? Ich muss es nicht verstehen. Ein Stock, ein Stein, ein Seil. Naja, das kriegt man ja hin. Stock, Stein. Und Seil. Jetzt war ich aber sowas von erschrocken. Achso, toll. Jetzt geht das nämlich wieder los, weil ohne Ständer. Hier. Ach, oh. Der Pfeil, der Speer ist weg. Das Zeug liegt noch da, aber der Speer, den ich hierher geschmissen habe, der ist weg. Mal gucken, wie lange der hier bleibt. Da war teuer. Meine Futter. Wir reparieren erstmal. Geht ja sozusagen schon richtig gut los. So, was brauchen wir denn? Der braucht 4 Bretter. So. Und dann braucht 2 Bretter. Erstmal die Kiste, die Taschen leer machen. Aber seht ihr, so schnell kann das funktionieren. Man wird von den Flachpinseln überrascht. Das ist Stahl, das packen wir mal hier rüber. So ein Stein raus. Da ist noch was für hier. Die Nägel raus. Ja, gut, dann reparieren wir mal. Zack. Ich
Mindestens haben die, die bis durchgekommen sind, Schaden gemacht. Sprich, wir werden wohl oder übel kurz oder über kurz oder lang uns mal dran machen müssen, hier eine Aufwertung Richtung Stein zu machen. Ja, wie schaut es denn hier aus? Die ist ganz. Die ist ganz, die ist ganz, die ist ganz. Ja. Specke. Okay. Naja. Haben uns gerettet. Das ist die Hauptsache. Damit. Ja, meine Intuition war schon gar nicht so verkehrt, gleich von Anfang an auf die Fallen zu setzen. Das ist ganz, das ist ganz, das ist ganz. Dabei hatte ich was ganz, ganz anderes vor. Gut. Repariert. Naja. Dann können wir uns ja den erfreulichen Dingen des Tages widmen. Zum Beispiel Mais ernten. Für uns gesehen, drüben stehen noch ein paar Gurkenpflanzen. Ja. Machen wir den ganzen Tag. Wir rennen durch die Kante und sammeln ein bisschen Mais, ein paar Gurkenpflanzen. Die Landschaft sieht so toll aus. Ich würde ja fast gerne, aber das wird ja in unendlich großer Bau letztlich. Man könnte ja schon fast eine Festung draus machen. Ich weiß es noch nicht. Ich bin nicht so der große Festungsbauer. Aber schön wäre es schon. Allerdings, wenn du hier angegriffen wirst von allen Seiten, von Bär auch noch. Oh Mann, ich bin weg. Schön ist die Landschaft. Aber wenn ihr jetzt mal Bär spawnt, hast du den ja auch noch an der Backe. Ich hatte nämlich eine ganz andere Idee. Eine ganz, ganz andere. Erstmal. Gut, das wird ein Jahrhundertprojekt und dann bleibt für was anderes keine Zeit mehr, aber mal schauen. Ich kann es ja erstmal erklären und anreißen. Und ihr könnt mir dann ja sagen, ob das gleich toll ist oder nicht. Machen wir am besten jetzt das Licht gerade gut. Ich hatte ja letztes Mal gesagt, die Felsenformation gefällt mir hier besonders. Auch der Ausblick auf das große Gebirgsmassiv da drüben, so mit Blick übers Wasser hier, muss ja kein großes Meer sein, gefällt mir irgendwie. Da bin ich mal hier rumgekrabbelt und mal hier hochgekrabbelt und mal da gekrabbelt und dann stand ich hier und dachte mir, wie wär's denn, wenn unsere Base diesmal auf diesem Felsen ist. Ja, ihr seht, ich hab's mit Felsen, aber wir haben zu der Seite eine Straße, wo wir hinschauen können. Wir haben den großen Bogen. Hier geht es dann auch schneller zur Höhle. Wenn ich mal in die Richtung gucke. Da ist nämlich die Höhle. Also, wir würden genau drauf schauen auf die Höhle. Würde mir schon gefallen. Und der Ausblick aufs Gebirgsmassiv mit dem Wasser hier unten. Ja, und hier weiß ich nur nicht, ob die dann hier hochkommen. Das müssten wir dann mal sehen. Wenn ja, dann ist Pech, dann. So. Das wäre so die Idee, was mir so vorgeschwebt hat. Ich würde sozusagen diesen Felsen hier. Und wir zeichnen es einfach mal an. So, mal gucken, dass es auch in die Richtung ist. Also zumindest, dass es. Und sie wieder wegmachen.
Hier. Nur die Frage, wie weit wehgetan. Wie weit kann ich hier bauen, ohne dass ich irgendwo unten lande, beziehungsweise dass die Foundations von unten angreifbar sind. Klar, wir könnten unten Spikes hinmachen und eine Sicherung. Ja. So war das gemeint. Klar, wenn die hier hinten langkommen und uns angreifen, dann ja, Pustekuchen. Das war jetzt so der Gedanke. Und hier dann zack und zack. So war das noch schöner, da konntest du auf den Foundations laufen. Und dann kann man sich ja vielleicht einen Steg hier nach drüben machen auf die andere Seite. Um ja, was auch immer zu tun. Also, vielleicht, oh Gott. Und dann hier drüben auf dem Felsen einen Garten hinzubauen oder wie auch immer. Wäre jetzt so meine kleine erste Idee. Wer mich kennt, weiß, wenn so eine Idee immer am Wachsen ist, dann so. Genau. Das wäre so der Bereich, den ich gerne nutzen wollen würde. Ich weiß, hier unten müsste ich dann gegebenenfalls eine Sicherung hinbauen, aber das wäre ja dann was anderes. Ja, und hier kann man dann ja rein theoretisch den ganzen Spaß ein bisschen anheben. So wäre jetzt der Plan. Und hier, wie war das mit Anheben mit X? Ja. Die kann weg. So. Und die würde ich dann ersetzen mit Treppen. Ich glaube, die Treppen snappten doch eigentlich erst, wenn die Foundations gebaut waren. Wie war das? Treppen, genau. Die kannst du erst hinsetzen, wenn die Foundations gesetzt sind. Auch das wäre jetzt so eine schöne Fläche, die man sich ausbauen könnte. Wo ich dann speziell hochgehe, mir einen Aufgang baue. Da habe ich mir noch keine Gedanken gemacht. Aber zumindest hätten wir hier oben vom Bär ein bisschen Ruhe. Hätten den super schönen Blick hier rüber. Mal schauen, wie es platzmäßig passt. Das kann ich nämlich noch nicht sagen. Genauso, wo ich dann hochgehe, wie dann der Aufgang sein wird. Ob ich das dann hier nutze. Hier hoch. Ich will halt jetzt nicht da. Ja, mal gucken. Ja, man könnte jetzt die Rampen bauen, dass auch die, dass man mit der Karre hochfahren kann. Oh, na ja. Ja, so der Plan. Was dacht ihr dazu? Ist das was, was man einfach mal veranstalten kann? Ich hoffe, die gucken alle in der richtigen Richtung. Weil sonst ärgere ich mich nämlich am Ende. So, und hier können wir mal gucken.
war denn das andere jetzt für eine Foundation? Holz von einem Dreieck ist. Du musst die Holzhäpse hoch und runter. Naja, zumindest sind die alle irgendwo ein bisschen drin. Und zum Verfeinern und Verschönern kann man ja dann. Ne, ihr kennt mich ja. Ja, guckt. Haben wir genug Platz, um hier. Hallo? Ach, das Wildschwein wieder. Schön aus dem Geländer draußen dran machen. Könnte ich mir gut vorstellen. So, hier die nächste. Das soll ja ein bisschen verspielt werden. Zack. Ja, wäre das so meine Idee. Ja, Ruhe, Wildschwein, sonst wirst du gefressen. Denk dran, da hinten ist der Bär. Oh, jetzt habe ich wieder zu viel gequasselt und wieder nicht dran gedacht. Ich muss ja auch was essen und trinken. Weil wir haben hier was zu essen und da was zu essen. Bin noch nicht ganz vertrocknen, hier noch ein bisschen Gemüse. Und hier nochmal ein Gemüse und ein Gürkchen. Das haben wir voll. Und hier nochmal ein bisschen Fleisch. Und jetzt noch ein Schluck Wasser und dann alles super. Wetter. Hier ist noch ein bisschen was. Gut. Ja. Wie gesagt, schreibt mir gerne in die Kommentare, was ihr davon haltet. Oder ob man vielleicht dieses Mal, einige von euch haben ja schon in der ersten Runde zugeschaut, ob man vielleicht dieses Mal ganz was anderes bauen auf flacher Ebene. Gerade drüben, dort wo ich gerade gezeigt habe, wo der Bär war, wäre ja eine schöne große Fläche, wo man bauen könnte. Aber ja, man hat jetzt viele neue Deko-Gegenstände, aber große Fläche bauen ist erstmal eine riesen Materialflut, die du bewältigen musst. Und wir haben kein Mike. Und ich werde jetzt auch nicht explizit losrennen und den überall suchen, nur damit ich, wenn wir ihn irgendwo finden, dann nehmen wir ihn mit. Klar, wir sind ja keine Unmenschen. Aber ich werde jetzt nicht losrennen, explizit alles abklappern, nur um irgendwo Mike aufzugabeln. Ja. Also auch von hier aus sieht schon gar nicht so verkehrt aus. Da oben, solange wieder wir da oben sind, können wir oben bauen, können wir ja hier unten unsere Werkstatt erstmal lassen. Und dann ziehen wir halt nach und nach hoch. Mal gucken, vielleicht können wir wirklich hier dann rüber, von hier aus, rüber auf dem Felsen bauen. So als Ausguck, als Ausguck-Dingens. Ich weiß gar nicht, wo kommen wir denn da überhaupt an? Wir können ja mal und so, ne? Ich setze die einfach mal. Die bleiben natürlich da nicht, aber mal gucken, wo wir rauskommen. Naja. Irgendwie ein bisschen daneben. Wenn wir natürlich den hier wegmachen, na gut, den kriege ich jetzt nicht weg. Aber wenn wir jetzt hier. Naja, das ist aber auch jetzt. Obwohl, man könnte von dem Punkt aus. Ah, da guckt die Foundation unten raus. Ist natürlich dann anders überspannt. Das ist ja nur, um erstmal zu gucken. Man kommt rüber. Nehmen wir mal die weg. Die auch weg. Jetzt haben wir hier viel zu viel Füße stehen, die wir nicht besänftigen können. Oder bewältigen vor allen Dingen. Sonst wird das Hirn irgendwann mal matschig. So. Die auch noch weg. Dann ja. Das ist natürlich dann ohne unten die Elemente, sondern wir hätten dann praktisch nur oben drauf die. Ja,
Und dann kann man ja hier oben sich einen Gemüsegarten machen oder was auch immer. Den Ausguck, den Piratenturm. Naja, ihr wisst ja, man kann sich ja tot bauen hier im Spiel. Ja, würde sagen, lassen wir mal auf uns wirken. Na gut, Taschen leer machen. Weil mich die Taschen schon wieder voll. Weil ich immer alles einsammeln muss. So, wir werden noch Steckchen einstecken. Dann würde ich nämlich jetzt schon mal anfangen, so nach und nach mit Materialvorbereitungen. Und wir hatten ja als ganz großes Ziel 1, 2, 3, 4, 5, 6. Und einmal Kohle. Den großen Rucksack. Und wenn wir bauen wollen, werden wir den großen Rucksack wohl oder übel brauchen. Sonst wird das Material Ärgernis ohne Ende. Heißt, wir müssen in den Sumpf. So, wir sind jetzt hier. Hier waren wir gewesen. Bis zum Sumpf ist natürlich eine ganze Ecke bis da oben hin. Wir hätten jetzt die Webstuhltechnologie. Wir hätten einen Punkt frei. Können damit aber nicht viel anfangen, weil wir zum Schlachten. Ja, der wird zu warm mit deiner Mütze. Weil wir ja zum Schlachten die Schlachttischtechnologie brauchen. Also wir brauchen. Wir machen mal eine neue Tür rein hier. Nicht, dass Kuno wieder draußen denkt. 1, 2, 3. Er darf hier ständig rein und raus rankommen. Wände, Decken, Drescher, Türen. Zack. Puffe. Da, Kuno. Nee, du bleibst draußen. Na. Ja, wir haben jetzt eine Technologie frei. Ein Technologiepunkt. Also, wir könnten. Zumindest, damit wir das erledigen können. Die Schlachttechnologie machen. Das wäre der Schlachttisch. Heißt, wir nehmen die 10 Eisenbahnen. Oder die 20, die wir brauchen dafür. Nehmen wir mit und bauen uns den dort auf. Mit unserem ATV kommen wir ja relativ schnell hin. Relativ Sprit haben wir ja jetzt genug. Stahlsperre haben wir. Mal gucken, ob wir uns einen Bogen machen können, dass wir vielleicht den ersten und zweiten Schuss mit dem Bogen schon mal erledigen können. Und dass wir dann sagen, okay, sammeln wir, wenn wir die Haut haben, hier haben, sammeln wir als nächstes einfach mit der nächsten Technologie dann den Webstuhl ein. Weiter, so haben wir die Haut schon mal und könnten. Andersrum wäre unsinnig. Webstuhltechnologie, wir brauchen sie ja für nichts sonst. Eigentlich nur, um ganz gekonnt uns da den Rucksack zu klöppeln. Wobei ich nochmal gucken muss, dass nicht, dass sich da was geändert hat. Was ist das? Reifen? Kann beim Plündern des auf der Karte markierten ATV. Okay. Ja. Warum wollen wir jetzt Reifen bauen? Ja. Kohle. Ja, Krokodilhaut. Von getöteten Krokodilen erhaltenes Herstellungsmaterial. Krokodile leben im Sumpf. Super. Schön zu wissen. Kleine Ration. Die vor 8, da ist er. Viermal Krokodilhaut und zwei Seile. Mit einem Webstuhl. Und Webstuhl, klar. So, dann gucken wir mal, was der Webstuhl braucht. Nicht, dass wir davor auch noch was anderes brauchen. Platzieren. Werkbänke.
Irritiert mich das, dass hier irgendwie die, na gut, weil der Schlachtertisch mit drin ist. Und die neue Werkbank. Webstuhl. Zwei Holzscheite, zwei Eisenbahnen, Pflanzenfasern, Nägel. Gut, ja. Lange Rede, kurzer Sinn. Wisst ihr was? Schlachttechnologie, lernen. Jetzt ist es eh zu spät. Jetzt ist es eh zu spät. Also, Plan steht. Dann lasst uns mal schauen, ob wir uns so vorbereiten können. Also, alles hier raus und alles wieder rein. Haben wir. Gut, das Schritt 1 ist getan, Ofen ist geleert. Was brauchen wir hinten? Wir brauchen hinten doch eigentlich nur eine Bodenplatte und ein Bett. Platzierbar. Möbel. Also wir brauchen Bett. 6 Bretter. Okay. Die packen wir ein. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Okay. Fürs Bett haben wir. Eine Bodenplatte kostet uns was? Fundament? 6 Bretter. 1, 2, 3, 4, 5, 6 Bretter. Wildschwein? Das ist der Bär. Wildschwein. So, die Bretter für die Bodenplatte haben wir. Für die Werkbank, also für die Säge, die brauchen wir dann gar nicht. Das haben wir. Für ein Feuer brauchen wir Steine. Platzierbar. Sonstiges, Steine. 10 kleine Steine, okay. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Haben wir. Komm. Bitte, bitte. Oh, warum muss ich denn die Kiste so weit wegpacken? Naja, das bin ich selbst dran schuld. Ja, dann haben wir nämlich alles schon mal mit und dann muss ich nicht erst dort anfangen, großartig mit Klopfen und machen. Dann haben wir nämlich da einen guten Anfang. Ey, wer hat denn die Karre so weit weggeparkt? Ey, unglaublich, oder? Wie kommt man denn auf so eine Idee? So. Also, Bretter haben wir, Steine haben wir. So, wir müssen jetzt noch die Eisenbahn mitnehmen. Kostet für den Schlachtetisch 10 Eisenbahnen. Wie viel haben wir denn? 1, 2, 3, 4. Keine 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. So. Wir brauchen noch einen Eisenbahn. Richtig? Richtig. So. Schmeißen wir die schon mal durch. Ja, aus den auch. Aber die schon mal weg. Genau. Also ein Eisenbahn fehlt uns noch, dann sind wir da mit pari. Hier was essen, da was essen, da was essen und was trinken. Du kommst hier drauf. Liegt noch was. Okay. Vorbereitung ist alles. Wildschwein, das macht ihn aber auch körrer, oder? So, das ist an. Wie schaut es mit unserem Trinken aus? 62. Und ich habe die zweite Flasche gehabt. Jawohl. Dann würde ich mir sagen, machen wir uns nochmal frisches Wasser. Bei hinten können wir nicht viel rumobern. Gut, wir hätten Sumpfwasser, aber da müssen wir das also aufbauen und machen. Und so hätten wir dann zumindest volles Wasser. Gut. Speere. Den Aufwärthammer. Naja, komm. Mal schauen, wie lange er hält. Ach,
Quatsch, der Herr Reparaturhammer, zack, cool wieder, wie er stehen geblieben ist. In den Speer mit. Bogen. Den Bogen bauen. Heißt, ich muss nämlich eins da lassen, die Hacke oder die Axt. Und ich würde nämlich die Hacke da lassen, weil ich die ja dort hinten nicht brauche. Zack. Die brauchen wir nicht, weil wir haben ja Steine mit. Richtig? Richtig. 10 Steine. So, und jetzt bauen wir den Bogen. Und der kostet uns Bogen. Ein Stock, 3 Seile. Ein Stock. Und 3 Seile. 1, 2, 3. Bauen wir. Stock, 3 Seile. Gut, Bogen haben wir. Jetzt brauchen wir Pfeile. Und bei den Pfeilen bin ich mir gar nicht so sicher. Bolzen, Betäubungspfeil, Knochenpfeil. Stein, Knochenpfeile. Wir brauchen Knochensplitter, kriegen wir hin, wir haben Knochen. Federn, Stöcke und Seile. So, mal gucken. Federn haben wir 16 Stück hier und welche da. Knochensplitter haben wir. Okay. Seile. Ja, dann machen wir mal 25 neue. Das Leute ist. Oh Gott. Wildschwein macht mich ganz, ganz verrückt. So, die her, zack. So, 25 Seile haben wir auch. Und nun brauchen wir nur die passenden Stöcke. Gucken, ob wir den Hut hier rauspacken können. Beziehungsweise, wir wissen ja jetzt, wie viele Federn wir brauchen. Da. Einmal teilen. Halbieren, meine ich. So. 25 Seile, 25 das. Halbieren und 1, 2, 3, 4. So. Noch ein Splitter hier rein. Gut, dann probieren wir mal 5 zu machen. Oder, mal anders gesagt, ein paar hier reinpacken. 1, 2, 3, 4, 5. Weil wir müssen ja auch noch Sprit mitnehmen. Wir müssen mindestens 1 Kanister Sprit hier reinkriegen. Weil nicht wie beim letzten Mal, dass ich dann laufen muss. Da habe ich so gar keine Lust drauf. Aber so gar keine. Das kann ich euch schon mal sagen. So, 5 Pfeiler, 5 Stecker haben wir schon mal. 5, 1, 2, 3, 4, 5, 15. Mal gucken. Also, Stapel. Gibt es das überhaupt noch mit Stapel? Nee, ne? War mal so, ich kann mich da dran erinnern. Und zwar, Knochenpfeile. Kann nicht hergestellt werden. Kannst du verbessern, Werkbank am Nur. Köcher, seht ihr? Das ist das Problem. Köcher. Ich wusste doch, an irgendwas liegt's. Zweimal Tierhaut und 2 Seile. Und Tierhaut haben wir noch nicht. Also ist das alles schon mal wieder hinfällig. Ach, was ist das für ein Elend? Fehlt dir eine Kiste? Nee. Was war? Wir lagern das mal hier aus. Das ist klar. So, das haben wir schon vorbereitet. Pfeile und Stöcke. Und die. Wir brauchen jetzt Tierhaut. Und Tierhaut, wie kriegt man Tierhaut? Indem man Tierhaut, ne? Nehme ich mal an, darfst du, würde es ja nicht Tierhaut heißen. So. Tja. Mein Freund Herr Wildschwein. Das ist immer bestimmt Flicker. Was?
Ach Mensch, Willibald. Es tut mir leid jetzt. Das war echt. Ich glaube, wir müssen uns langsam anfangen, irgendwo den Stapel zu machen, wo wir die Tiere markieren, die wir gelünscht haben. Das kriege ich jetzt überhaupt Haut daraus? Nee, oder? Ich krieg doch jetzt kein Haut daraus. Das krieg ich doch nur, wenn ich Schlachtbank. Das ist aber auch dämlich. Wo will ich denn? Jetzt ist Willibald umsonst gestorben. Wie will ich denn mir sonst einen Köcher machen, wenn ich keine Tierhaut rauskriege? Der arme Willibald. Uiuiui. Ich glaube, das wird mich über den Rest der Staffel verfolgen mit Willibald. Der Fluch oder sein Fluch wird mich wohl begleiten. Gut, also ja, aber wie haben wir denn das früher gemacht mit dem Köcher? Gucken. Tierhaut. Getöteten erhaltenes Herstellungsmaterial. Nun war die Frage, kriegt man das generell von getöteten Tieren oder ist das das, was man über die Bank kriegt? Schwierige Sache. Ich habe mir jetzt mal so frech wie ich bin, in einer kurzen Gedankenpause, damit ich euch nichts vorenthalte, den Schlachtetisch gebaut. Weil mit Bogenschießen ging nicht, weil ohne Köcher können wir nicht schießen. So, dann habe ich mir hier schnell einen Schlachtetisch hergebaut. Wir haben ja Eisen genug, es ist ja nicht so, als hätten wir zu wenig davon. Kann man gleich wieder voll machen, das ist vielleicht sinnvoll, wenn wir jetzt so viel Eisen verwendet haben. So, wir haben eine Schlachtbank. Wenn ich jetzt losziehe mit der Karre und mir irgendwo 1-2 Tiere fange. Halt, bevor du losfährst, guckst du nochmal vorsichtshalber. Okay. Das reicht. 1-2 Tiere suche, die ich dann über die Schlachtbank ziehe. Weil Tiere suchen, ist ja nicht so, als würden die ja so überall rumrennen, wie ich sie gern hätte. Jetzt, wo wir Willibald, Archibald oder welchen Namen wir ihm auch letztlich geben, ermurkselt haben, könnte es durchaus sein, dass die Tiere nicht mal zu uns kommen. Sehen, ob wir das Zicklein kriegen. Die schlägt zwar zurück, aber das war es mir jetzt gerade wert. Komm mit. So, dann hätten wir eine Ziege. Zumindest hätten wir da einmal Haut. Die arme Ziege. Ich mag so ungern die Tiere hier schlachten. Weil wer weiß, das ist vielleicht der einzige männliche Ziege gewesen hier im ganzen Umkreis. Pass mal auf. Wenn ich einen Menschen dann wieder eine Ziege brauche, eine männliche, gibt es dann keine mehr.
ich habe da die schlechtesten Erfahrungen mitgemacht. Und ich habe bestimmt auch in der ersten Staffel nur Glück gehabt, dass irgendwo in den Bergen noch eine männliche Ziege war. Weil da habe ich auch bestimmt die einzige vorher in unserem Gebiet existierende gekillt. Wurde dann dafür bestraft. Aber okay. Jetzt ist es eh zu spät. Alles für den Dackel, alles für den Club oder so. Ja. Axt in der Hand und dann los. Gott. Oh mein Gott. Wir haben eine Haut. Brauchen allerdings noch eine zweite. Eine Leber haben wir auch gekriegt. Hände waschen. Was mit F? Ist auch sowas. Wenn du benutzt die Tasten änderst, dann steht immer noch die falsche da. Gut. Wir hätten die erste. Mal gucken, ob wir noch ein zweites Tier finden. Es ist eh gleich Nacht, aber dann könnten wir vielleicht die Vorbereitung machen, dass wir starten können morgen. Weil Pfeile können wir machen. Wir brauchen nur noch ein Tier für den Köcher. Irgendwie ist die Grafik, wenn es regnet, ganz eigenartig. Und nicht mehr so schön. Natürlich jetzt auf die Schnelle mal ein Tier finden. Klar, hinten wäre bestimmt der Bär. Aber den überlebe ich doch nicht. Stromschnellen. Wir können mal noch 3 Meter die Straße hochfahren. Aber ich denke, es war Glück jetzt mit der Ziege. Kürbis habe ich gesehen, ja. Die Frage ist, bei nachts rennen die Tiere nachts draußen rum. Ich vermute mal eher nicht. Na gut, vielleicht habe ich ja so Glück. Ich fahre erstmal nach Hause. Bemitleide mich selber, weil ich eine arme Ziege gekillt habe. Und wir schauen dann, ob wir vielleicht morgen nach dem Neueinlocken mehr Glück haben. Vielleicht noch ein Wildschwein oder so. Oder ein Schaf. Na gut, Schaf gibt nur Wolle. Wir brauchen schon eine Ziege oder ein Schwein oder ein Bär. Ein Bär, puh. Ein Bär macht natürlich gleich wesentlich mehr Schaden. Apropos Schaden. Vorsichtshalber. Nee. Keine Tiere mehr. Nochmal kurz die Straße hoch und wieder runter. Dann würde ich sagen, ist Schluss für heute. Finster wie im Bärenhintern hier. Licht. Hallo? Ja, sag mal. Warum ist denn die auch so viel? Was kann ich denn nicht nur was verstellt haben? Das wäre doch Quatsch. Guckst du da nochmal.
Also, ich möchte schon wenigstens tierisch auf die Hörner genommen werden, wenn ich schon so frech bin und so ein Tier einfach hier wegmeuchle. Aber gut. Wupp. Wir haben zwei. Das Gespenst. Vor allem die Ziege hat einen Schatten, wir nicht. Auch cool, oder? Ja. Alles für den Köcher. Alles. Oh mein Gott. Mein Karma ist sozusagen hiermit vernichtet. So, das so. Was brauchen wir noch? Seile, ne? Gut, Seile haben wir noch. An der Werkbank. So, also nochmal. Zack. Gut, dann haben wir das zumindest erledigt. Dann sind wir heute ein paar Minuten länger dran, aber dafür können wir morgen dann gleich loslegen. Und losdüsen. So. Seile, Federn, Knochen, Stöcke. Ich hoffe, das war 1:1. Bin mir da nämlich jetzt gerade nicht mehr so sicher. Ja. Spiel. So, wir müssen noch 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5. Dann müssten wir ja jetzt rein theoretisch, theopraktisch, 1, 1, 1, Maximum. Was? Einer fehlt. Da. 25. Wir haben 25 Pfeile im Köcher. Das sieht gut aus. Aber auf jeden Fall brauchen wir Medizinverbände. Und wir haben nur einmal Talg. Gar nicht gut. Aber bevor es umkommt, rüber. Mensch, Mensch, Mensch. Die Leber müssen wir auf jeden Fall machen. Weil die gibt nämlich. Ein Stückchen noch. Brennholz ist auch, dann auch langsam alle. Ja, zack, rein hier. Gut, dann brutzle ich mir die Leber. Pfeile sind bereit, Köcher ist bereit. Und wir rennen dann morgen früh los, ab in die in den Sumpf. Packen alles ein, was wir brauchen. Was wissen wir ja. Und dann schauen wir mal, ob wir da irgendwie das gebacken kriegen, dass wir die 4 Krokodile heute kriegen. Und wenn nicht, dann, wir wissen es ja. Also, in diesem Sinne, danke, dass ihr dabei wart. War trotz all dem eine lustige Runde. Vergesst mir nicht in die Kommentare zu schreiben, was ihr von dem Bauvorhaben haltet. Habt ihr vielleicht eine andere Idee, einen anderen Vorschlag? Und bitte nicht wieder einen Leuchtturm. Da gibt es nämlich so einen speziellen Kommentator, der immer Leuchttürme fordert. Diesmal gibt es keinen Leuchtturm. Diesmal was anderes. Ja, ansonsten einfach einen Kommentar da lassen, reicht auch. Und wenn schön wäre natürlich, wenn ihr die Folge auch liked. Wenn natürlich, wenn es euch gefallen hat. Wer es noch nicht getan hat, lasst ein Abo da. Ansonsten sehen wir uns morgen wieder in Autofrische. In diesem Sinne, Tschüssikowski und bye bye.